So, wir stehen gerade beim Weingut Müllin in der Moselhalle am Stand von der Glitzekleine Ring. Herr Müllin vom Weingut Martin Müllin, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Sie sind Mitglied im der Glitzekleine Ring. Heißt das, Sie machen glitzekleine Weine zwischenzeitlich? Nein, also die Weine sind sehr groß, nur unser Zusammenschluss ist ein ganz kleiner. Und zwar sind wir nur 11 Winzer hier im glitzekleinen Ring. Und wir trinken gerne Wein und wir legen sehr viel Wert auf große Qualität und deshalb auch dieser Zusammenschluss. Und Sie haben ja, glaube ich, auch noch so recht lustige Steillagen, wo man sich vorkommt wie eine Bergziege beim Ernten. Genau, so ist es. Das ist auch das Thema hier beim glitzekleinen Ring, weil wir halt eben auch Weinberge retten. Das ist das Thema dieser Bergrettung. Und zwar ist es bei uns zurzeit häufig so, dass ganz wertvolle, gute Weinbergslagen brachfallen. Und wenn wir eine solche Lage entdecken in unserem Bereich, dann gehen wir hin, bewirtschaften diesen Weinberg mit dem glitzekleinen Ring und suchen dann aber möglichst schnell einen jungen Winzer, der diesen Weinberg mit Freude weiter bewirtschaftet. Gute Idee. Also tragen Sie sozusagen aktiv zur Bergrettung in Deutschland bei? Ja, zur Weinbergsrettung. Aktiv, ja. Hat sich schon der Deutsche Alpine Skiverband bei Ihnen gemeldet? Ja, da warte ich noch drauf. Täglich auf den Anruf. Vielleicht mal eine Tour mit Frau Neuner, Magdalena Neuner durch Ihre Weinberge? Oh, mit so einem hübschen Mädchen, ja. Soll sie dann auf Trauben schießen, oder? Das müssten wir noch vorher ein bisschen besprechen, denke ich. Okay, herzlichen Dank. Alles Gute noch. Danke auch, ja. Viel Freude noch, ja. Danke.